Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's mit der nächsten Mission gleich mal. Und zwar Duck Island. Duck Island erkunden und Captain Kidds Schatz finden. Diese maritime Mission starten, aber sicher dort. Duck Island. Oder Island. Ich bin etwas nervös, Connor. Die Aussicht auf Captain Kidd Schatz und die damit verbundenen Mysterien lassen mich nachts nicht schlafen. Beruhige dich wieder. Es ist doch nur ein Schatz. Ich dachte dasselbe. Doch bei so viel Aufwand, ihn zu verstecken, kommen mir Zweifel. Okay. Die Schriftrollen führen uns in die Mitte dieser Insel. Entsetzlich weit weg, Captain. Was in aller Welt hat Kid hier versteckt? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es herausfinden. Erinner dich, was er schrieb. Bei einem Baum vom Feuer geküsst, nahe der Burg des Wolfes, unter des Adlers Bett und der Felsen, der nicht passt. Was immer das heißt. Glaubst du, das sind Landmarken? Wahrscheinlich. So, Zeitlimit, naja, das Vertrauen war wahrscheinlich eh, also volle Synchro ist wahrscheinlich eh wieder nicht drinne. Aber hier müsste irgendwo ein Hinweis sein, irgendwo ein Hinweis. Achso, wir sollen mit V Adlerauge und so. Okay, ich hab hier. Wir sind auf dem Baum erstmal, denn der leuchtet ja so schön. Und da ist der erste Hinweis nebenbei, meine Freunde. Ja. Den schnappen wir uns gleich mal natürlich. Und zwar Hinweis analysieren. Was? Symbol bewegen mit WASD. Und so dreht man's. Ich kapiere nicht, was er jetzt will. In die andere Richtung vielleicht. Ah, warte mal kurz. Moment, ich muss mal ganz kurz klarkommen hier. Also wir sollen die alle markieren hier. Moment. Passt das? Ah, die Steuerung ist auch gerade ein bisschen blöd. Ich lenke, ich drehe das halt mit meiner Maus. Und bewegen tue ich es mit der Tastatur. Ah. Das passt nicht so. Oh Gott. Vielleicht passt er woanders. Ja, ich weiß. Fail Zero unterwegs. Muss sein, muss sein. Hier noch irgendwas von wegen. Ne. Hier müssen wir irgendwie damit was machen hier. Ah. Vielleicht andersrum. Das ist doch bestimmt irgendwie in der Mitte, dass wir in der Mitte das Teil dahin machen. Oder Moment. Ach man, das geht auch nicht. Na bitte. Ah! Dachte ich mir schon, aber irgendwie habe ich es nicht immer richtig hinpositioniert. Nebenbei, das sieht total stylisch aus, wie da Connor steht. Auf jeden Fall hätten wir das geschafft. Sind da noch mehrere? Ja, da ist noch ein Baum, wo wir das wahrscheinlich noch machen müssen. Moment, kurz nochmal Adlerauge. Jetzt müssen wir da hin und da einen Hinweis analysieren. Wahrscheinlich auch wieder so ein ganz kleines Mini-Rätsel. Jetzt kapiere ich das jedenfalls. Okay. Hinweis analysieren. Das ist es. Ah, okay, wieder sowas. Moment. Der kommt zum Stein so hier. Und dann müssen wir das irgendwie so drehen. Moment, ich hab's. Ich hab's gleich. Moment. So. Ich hab's. Jawohl. Okay, ich komme perfekt jetzt klar. Am Anfang muss man das halt erstmal so kennenlernen, wie das jetzt richtig funktioniert. Und dann weiß man halt schon, wie das alles geht. Also am besten immer diesen dicken, großen Kreis. Beim Stein wegen, das passt ja, und dann halt die anderen so irgendwie verbinden. So, da wäre nebenbei der nächste Baum, den wir erklimmen müssen, um da den Hinweis da ganz oben am Arsch der Welt wieder zu analysieren. Ne? Ja. Ich hoffe mal, der befindet sich da ganz oben. Ja, da ist er. So, und da wären wir schon und jetzt analysieren wir mal den Hinweis. Ich hab's. Okay, Moment, wie ist das jetzt geregelt? Ich glaube schon so, ne? Ja, locker. Easy, easy. So. Heuhaufen da.
Gut. Todessprung, würde ich mal sagen. So, und irgendwann ist das letzte Dingens. Da vorne befindet sich das. Da müssen wir den Hinweis analysieren. Ja, dann wollen wir mal. Hier rauf bitte, lieber Connor. Na bitte. Okay, Moment, Moment, Moment. Der kommt beim Baumstamm und der dreht sich dann mal bitte so und dann haben wir es auch gleich auch das geschafft. Ich hab's. Ja, easy, ne? Also wenn man weiß wie, dann ist alles recht leicht. Ah, ein Falke. Also ein Falke. Ich weiß, wo er ist. Wie um alles. Du hast das raus. Deshalb bist du der Captain. Oh ja. Ich bin der motherfucking Captain Connor, Baby. Na geil. Okay. Bams. Der erste wäre down. Bitte der nächste. Kommt auch schon. Jawohl. Komm, lad nach, Connor. Lad nach, lad nach. Irgendwie backt der total da vorne rum. Und zack. Okay, der nimmt so. Der Taste vergewaltigen. Und gleich den Schuss abschießen hier. Schuss abschießen, genau. Sauber. Dann wollen wir mal den Hinweis hier analysieren. Würde ich mal sagen. Das ist ein verflucht großer Fels. Eine Idee? Etwas Schwarzpulver könnte ihn bewegen. Eine riesige Explosion. Könnte klappen. Würde jedenfalls helfen, die Wölfe zu verjagen. Das ist mal klar. Das sollte reichen. Q drücken zum Schießen. Moment. Etwas weiter weggehen und... So. Schön. Das hätten wir dann geklärt. So, bist du bereit? Nee, ich glaube nicht, ne? Du bleibst wahrscheinlich eh da oben nur. Ja, ja. Dachte ich mir schon. Können wir nicht so stylisch einfach reinspringen? Ja. Hammergeil. Wow, 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 wow. Das sieht irgendwie total geil aus hier. Alter. Irgendwie total im Drogenmodus fast schon, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, Alter. Das hat total was, ey. Wow. Bitte stürzt jetzt nicht hier die ganze Höhle ein, ne? Das wäre nämlich gar nicht so geil. So, hier hochklettern. Ja, komm, noch weiter, ne? Willst nicht weiter hochklettern? Dann eben weiter nach rechts. Ne, auch nicht. Doch, er will weiter hochklettern. Irgendwie hat das gerade nicht gemacht. Und jetzt weiter nach links klettern. So. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt hier hoch einfach. Gut. Und schwingen. Jawohl. Genau. Moment. Weiter hier. Wow. Jetzt wieder hier hochklettern. Dann nach rechts weiter. Dann so einen Wandsprung ausführen. Und ja. Das hätten wir schon mal geschafft. Wow. So, hier rüber. Jawohl. Dann hier runterschlittern. Ja, perfekt. So, jetzt wieder hier hochklettern. Moment. Nach links springen. Genau. Dann da hochklettern. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Was für ein Gekletter hier abgeht. So. Was denn das? Dafür hat Captain Kidd also so viel auf sich genommen. Erstaunlich. Das ist nicht gut. Wir müssen hier raus. Definitiv, wow. Alter, einfach weiter rennen, einfach weiter rennen. Komm, Connor, das schaffst du. Komm, go, go, go. Beweg dich, go, go, go. Jawohl. Dann nochmal hier rüberspringen, jawohl. Hier runter schlittern wieder. Geschafft. Sehr nice. Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Bist du wohl auf? Ja. Ich glaube schon. Was ist denn passiert? Was hast du gefunden? Das war's? Nur eine Münze? Mehr war da nicht?
Wurde der Schatz schon gefunden? Alter? Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich weiß jetzt, warum es Kit so wichtig war. Duck Island. Auf jeden Fall ein hammergeiles Teil. Mission beendet. Sehr schön. Ja, diese Mission war auf jeden Fall recht geil. Ich gucke auf jeden Fall ganz kurz gleich nochmal auf die Karte, ob da sich noch eine Mission befindet. Oder ist es jetzt gewesen mit Captain Kit? Ich glaube, das ist jetzt gewesen, diese ganze Missionsreihe. Ein erstaunliches kleines Ding, nicht wahr? Tja, ich habe meine unfassbaren Kräfte eingesetzt. Und das kleine Ding stammt tatsächlich von der ersten Zivilisation. Ist so eine Art persönlicher Schutzschild. Es induziert ein recht starkes elektromagnetisches Feld. Das erklärt seine Wirkung auf Metall. Und außerdem, warum Kid der Legende nach als unbesiegbar galt. Dieses Schmuckstück in deiner Tasche kann leicht die Flugbahn einer Musketenkugel ablenken. Raffiniertes Ding, ehrlich. Egal. Dachte nur, du solltest es wissen. Bitte mach weiter. W, T, F. Also, darf ich kurz zusammenfassen? Durch diesen Gegenstand, wenn mich jemand anschießt, prallt diese Kugel einfach ab. Ich bin ein kleines Spielkind, das wisst ihr ja. Also, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir mischen ganz kurz mal ein paar Wachen auf. Und zwar reisen wir dafür nach New York und dann lassen wir uns einfach mal beschießen. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ich bin wirklich jetzt richtig gespannt, ob die wirklich abprallt oder ob das jetzt gerade einfach nur dahin gesagt wurde. Oder ob wir noch irgendwas extra drücken müssen. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, dafür gehen wir auf jeden Fall einfach mal da nach oben auf das Gebäude hier. Also aufs Dach. Denn da sind ja auch manchmal Wachen und die beschießen uns von einer guten Entfernung denn. Ich hoffe mal, hier befindet sich irgendjemand auf dem Dach. Denn noch schaut das nicht so aus. Doch, da vorne war einer. Ist er hier? Doch, da ist er. Das ist schön. So, Kollege. Guck mich an. Ich bin da. Wohl. Moment, ich gehe lieber mal hier hin. Genau. Ich bin ein ganz böser Kollege. Schieß mich bitte an. Auch geil. Ey, zum ersten Mal bei Assassin's Creed 3 will ich angeschossen werden, ey. Und ich wehre mich schon mal dagegen. Ich stehe drauf. Ja? Schieß! Die Kugel prallt gar nicht ab, ey. Was soll denn die Kacke? Oder muss man irgendwie noch was ausrüsten oder so? Kein Plan. Also die Kugel prallt auf jeden Fall nicht ab. Ah, kein Plan. Aber Moment. Was haben wir denn hier? Unbekannt, versteckte Klinge, Schwert, Dolch. Hier steht, glaube ich, auch nichts so weit. Nee, da können wir auch nichts ausrüsten. Naja, vielleicht prallt auch die Kugel manchmal nur manchmal ab, also wenn man recht gut Glück hat oder so. Auf jeden Fall prallt die Kugel nicht so wirklich ab. Kein Plan. Naja, ich würde sagen, wenn da schon wieder massig an Gegner versammelt sind, würde ich sagen, wir metzen einfach mal. So. Ja, dann kommt mal her. Und zwar mit Captain Kids Schwert. Oh ja. Jawoll. Kein Problem. Zack. Okay, das war so eine Wache. So. Moment. Verteidigung durchbrechen, Kollege. Zack. Alter, gibt ihr mir gerade was auf die Maul, ey. Auf die Maul, genau. Auf die Maul, ihr bald mir. So. Ja, legen wir so wieder. So, Kollege. Zack. Der wäre down. Den kontern wir mal wieder. Jawohl, sehr nice. So. Jetzt bist du noch da, oder was? Dann kriegst du auch nochmal was in die Fresse. Sehr schön. Das hätten wir geklärt. Ab hier werde ich erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Chakalaka, Motherfucker, Boy.